Im Corona-Update in Österreich. Wir haben gerade draußen geredet und festgestellt, dass uns Corona jetzt in Österreich seit ziemlich genau einem halben Jahr beschäftigt. 6 Monate ist es her, dass wir die ersten Fälle hatten. Und man hat den Eindruck, dass wir seit dieser Zeit und insbesondere jetzt wieder sehr verstärkt viel mehr damit beschäftigt sind, als wir uns das alle wünschen würden. Aber es ist nun mal eine Tatsache und daher freue ich mich, dass über euer zahlreiches Erscheinen zu dieser Pressekonferenz. Mein Name ist Margit Draxler, ich bin die Pressesprecherin von Gesundheitsminister Rudi Anschober. Ich begrüße sehr herzlich die Eva Böhm. Vielen Dank fürs Übersetzen in die Gebärdensprache. Großartig, Dankeschön. Ich begrüße die Frau Dozent Schmidt von der AGES. Herzlich willkommen, auch danke fürs Kommen. Und den Gesundheitsminister bitte um den Anfang. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke fürs Interesse, danke für den Besuch. Wir möchten Ihnen heute, abgesehen von Ihren Fragen, die natürlich zu allen Corona-Themen möglich sind, im Wesentlichen drei Bereiche erörtern. Wir wollen uns erstens ansehen, wie schaut es denn aus mit den aktuellen Verordnungen? Zweiter großer Punkt, aktuelle Lage, was Corona betrifft. Und dritter Punkt, und der ist natürlich ein ganz besonderer, weil es eine große Herausforderung ist, die Frage St. Wolfgang, da arbeitet die AGES sehr intensiv mit und kann heute eine erste Analyse dessen, wie steht die Situation, uns hier übermitteln. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dort anschließend, wo die Margit aufgehört hat, nämlich die schwerste Pandemie seit 100 Jahren. Das heißt natürlich für das Gesundheitsministerium seit einem halben Jahr de facto Ausnahmezustand. Das ist die größte Herausforderung, die es in der Geschichte eines Gesundheitsministeriums in der Zweiten Republik bisher gegeben hat. Eine absolute Sondersituation. Wir haben in Österreich ein Epidemiegesetz, das in den Grundzügen, und ich habe mich jetzt nicht versprochen, was Sie jetzt hören werden, aus dem Jahr 1913 stammt und das sehr, sehr stark sich fokussiert auf das Gesundheitsministerium, was die Umsetzung der Maßnahmen betrifft. Das heißt, es gibt fast nichts, was nicht über unser Haus läuft in diesem Zusammenhang und dementsprechend schaut natürlich die Arbeitssituation auch aus. Wir haben die Situation, dass das Gesundheitsministerium natürlich auf so eine Ausnahmesituation nicht vorbereitet war und wir haben die Situation, dass wir in einem wesentlichen Bereich der Krisenbewältigung eine zusätzliche Schwächung vor rund 2 Jahren durch eine damalige Organisationsreform der Kollegin Hartinger-Klein erfahren haben. Und ich muss sagen, angesichts dieser extrem schwierigen Ausgangssituation mit sehr wenig Personalaufstockung hat dieses Haus, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter monatelang durch einen wirklich enormen Einsatz und durch extrem hohes Engagement diese schwierige Ausgangssituation kompensiert. Diese Situation und dieses Engagement, das alles hat einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass Österreich bisher relativ sicher durch diese Krise gekommen ist und von daher auch ein großes Lob an dieses Haus, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit extremem Einsatz genau das mitbewirkt haben und mit erreicht haben. Wir haben, um ein Beispiel Ihnen zu nennen, natürlich einen Gutteil des Krisenmanagements bei uns. Wir haben, um Ihnen ein zweites Beispiel zu nennen, an die 100 Rechtsschritte umzusetzen gehabt in diesen ersten Monaten. Das geht von Erlässen über Verordnungen bis zu Gesetzen und das ist eben in einer Pandemie unter einem enormen Zeitdruck geschehen. Ein enormer Zeitdruck, der natürlich das Wichtigste ist bei Reaktionen auf die Pandemie, aber der natürlich auch dazu führt, dass die Anspannung, dass der Druck noch einmal ein deutlich größerer ist. Der Großteil dieser fast 100 Rechtsmittel hat gut gehalten. Vor allem haben wir damit unsere Ziele erreicht. Und noch einmal, Österreich steht international vergleichsweise sehr, sehr gut da und wir sind bisher sehr gut durch die Krise im Vergleich gekommen. Ja, dann hat es letzte Woche
einen Paukenschlag gegeben, in dem der Verfassungsgerichtshof zwei bestimmte Verordnungen des Hauses aufgehoben hat. Das Wesentlichste dabei aber bestätigt hat, nämlich das Covid-Maßnahmengesetz und auch die Entschädigungsfragen, die auch ein großes Thema gewesen sind, auch bestätigt hat. Worum ist es beim VfGH-Urteil gegangen? Wenn ein Nichtjurist das jetzt versucht, in zwei Sätzen zusammenzufassen, ist das immer ein bisschen eine Gefahr und ein bisschen ein Risiko. Ich versuche es trotzdem. Es ist vor allem um eine bestimmte Formulierung im Covid-Maßnahmengesetz gegangen, um die Formulierung für bestimmte Orte. Und bestimmte Orte sind nach Meinung des VfGH nicht alle Orte, sondern eben nur ein Auszug aus diesem Ganzen. Deswegen war es nach Meinung des VfGH unzulässig eben, und das war der bekämpfte Bereich, der beanspruchte Bereich, die Betretungsverbote generell zu realisieren. Da gibt es unterschiedliche Rechtseinschätzungen, muss man zur Kenntnis nehmen und möglichst schnell reparieren. Da sind wir auch dabei und das aber in der Folge. Die Einreiseverordnung, die dann am Freitag gekommen ist, ist allerdings etwas ganz anderes. Natürlich kann man dazu sagen, ja, da ist die Urlaubszeit dazwischen gekommen in einem Team, das 6 Monate auf Hochdruck gearbeitet hat, aber dennoch sehr klar formuliert, das darf nicht passieren und das ist einfach schlechte Arbeit gewesen, Punkt. Das ist die Situation und ich habe gestern sehr lange und intensiv mit etlichen prominenten Kritikerinnen aus dem juristischen Bereich, telefoniert und da hat es einfach eine ganze Reihe von Fehlern gegeben. Es wurden auch Vorgaben, was die Schlusseinbeziehung des Verfassungsdienstes betrifft, nicht eingehalten. Und deswegen eine ganz klare Formulierung von meiner Seite. Da muss sich etwas ändern und da wird sich etwas ändern, denn das darf sich nicht wiederholen. Sehr klar formuliert. Nirgendwo auf der Welt schreibt der Minister selbstständig Verordnungen. Das ist so. Der muss sich verlassen auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, muss Vertrauen haben. Ich habe auch absolutes Vertrauen. Aber der Minister trägt natürlich am Ende des Tages die Endverantwortung für das Produkt, für das, was geschieht und auch die Verantwortung für die Struktur. Und daher werden wir ab sofort einen Prozess beginnen, wo wir diese Struktur deutlich verändern im Haus und damit in einigen Bereichen neu aufstellen. Erster Punkt, und da sind wir schon seit einigen Wochen mitten im Arbeiten, wird eine umfassende Organisationsreform im Haus sein, wo wir unter anderem das, was an Schwächung passiert ist, durch eine meiner Vorgängerinnen im Bereich der Krisenbewältigung, wo wir das korrigieren, aber auch in anderen Bereichen uns vor allem krisensicherer aufstellen werden. Im Herbst planen wir den Abschluss dieses umfassenden Organisationsreformprozesses in diesem Haus. Zweitens, mein Ziel ist eine deutliche Personalaufstockung im Bereich der juridischen Abteilungen. Das brauchen wir. Ich finde, der Dr. Mayer hat das ja richtig formuliert. Er hat gesagt, er sieht da insgesamt die Schwierigkeit, dass es zu einer gewissen Ausdünnung gekommen ist. Gerade in einer derartigen Akutsituation brauchen wir hier mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Drittens, wir werden die Abläufe auf völlig neue Beine stellen und das auch durch eine Weisung absichern. Es muss garantiert sein, dass in allen Bereichen der Verfassungsdienst umfangreich mit einbezogen ist, dass kein Rechtsmittel hinausgeht, das nicht vom Verfassungsdienst Schluss abgeklärt ist und dass es auch ein externes Controlling in diesem Bereich jeweils gibt. Viertens, mehr Culpa. Ja, Zeitdruck ist da, aber das ist meine Aufgabe und meine Verantwortung, den Zeitdruck etwas herauszunehmen, wo immer das möglich ist, weil das natürlich auch zur Überlastung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen kann. Fünftens, ganz wichtiger Bereich, wir werden auf das Verfassungsgerichtshofurteil umfassend, nicht durch eine kleine Notoperation reagieren und eine Überarbeitung und Novellierung des Covid-Maßnahmengesetzes durchführen. Das Ziel ist, dass diese im September im Nationalrat bearbeitet wird und möglichst rasch beschlossen wird, und zwar inklusive
um Fragen vorzubeugen, inklusive einer ausreichenden Begutachtungsphase. Auch das muss möglich sein und auch das macht das OM jetzt ein bisschen leichter möglich. Sechster Punkt, sehr, sehr wichtig. Bisherige laufende Verfahren, aber das ist eigentlich selbstverständlich, in diesem Bereich, den der Verfassungsgerichtshof aufgehoben hat, laufende Verfahren werden natürlich eingestellt. Siebter Punkt, wir sehen uns die Frage eines nachträglichen Straferlasses derzeit an und lassen das auch extern prüfen. Ich höre allerdings, das ist rechtlich hochsensibel und eine äußerst problematische Angelegenheit, aber das wird überprüft. Achter Punkt, indirekt betroffen sind von diesem VfGH-Urteil auch die Abstandsregelungen, denn auch dort findet sich ein ähnlicher Passus. Das wurde zwar vom VfGH nicht direkt aufgehoben, aber wir empfinden und wir sehen uns da eigentlich in einer großen Einigkeit, auch mit allen externen Juristinnen, die wir beigezogen haben, im Verständnis, dass damit auch diese Abstandsregelungen aus der Verordnung entfernt werden müssen und es hier zu einer Novellierung im Bereich des Maßnahmengesetzes kommen muss, wie bereits vorher dargestellt, damit es hier zu einer sauberen Neuregelung kommt. Das ist eine indirekte Auswirkung und das heißt, es wird ab Veranlassung keinen bundesweiten Vollzug in diesem Bereich mehr geben. Ich appelliere aber dennoch ganz, ganz stark an die Bevölkerung. Das ist kein Signal, hallo liebe Leute, wir brauchen keinen Abstand mehr. Ganz im Gegenteil, wir brauchen diesen Abstand und gerade die Entwicklungen der letzten Wochen durchaus mit einer ganzen Reihe von regionalen Clusterbildungen zeigen uns, dass es wirklich auf jeden Einzelnen darauf ankommt, auch wenn jetzt für einen Übergangszeithorizont bis September da keine unmittelbare Strafandrohung besteht, brauchen wir die Verantwortung des Einzelnen und der Einzelnen, um hier mitzumachen. Neunter Punkt, die fehlerhafte Einreiseverordnung wird kurzfristig, was ihre Fehler betrifft, korrigiert. Zehnter Punkt, wir werden aber auch diese Einreiseverordnung mittelfristig auf völlig neue Beine stellen, damit sie lesbarer wird, damit sie leichter verständlich ist. Mir ist es ein absolutes Anliegen, Gesetze, Verordnungen, die der Einzelne zu vollziehen hat, die muss er nachvollziehen können und da braucht es eine Sprache und eine Struktur in der Verordnung, die das ermöglicht und die eine Lesbarkeit garantiert. Und das ist für uns ganz wichtig, da auch zu betonen, dass das nicht bedeutet, dass die Inhalte hier irgendwie wackeln, die Inhalte bleiben, sondern es werden handwerkliche Fehler in diesem Bereich korrigiert. Die Inhalte sind auch zu vollziehen. Und das ist deswegen besonders wichtig auch, weil wir eine ganze Reihe von reiseassoziierten Clustern haben. Frau Dr. Schmidt wird vielleicht nachher auch bei Ihrem Statement darauf kommen. Ja, sie nehmen zu im Augenblick und von daher müssen wir uns in dem Bereich stärker aufstellen und hier auf Vorsicht setzen. Und der elfte Bereich, ja, ein Gesetz, das in seinen Ursprüngen aus dem Jahr 1913 besteht, das ist höchst reformbedürftig. Das werden wir nicht jetzt machen, wo wir ohne dies gefordert genug sind, gefördert wäre auch gut, sondern das werden wir dann machen, wenn wir Zeit haben. Aber das Jahr 2021 wird das Jahr eines neuen Epidemiegesetzes für Österreich werden, denn wir müssen schauen, wie wir in unserer Gesellschaft mit dieser grundsätzlichen Frage, die sich ja am Ende ergibt, dieser Balance zwischen den Grundrechten auf der einen Seite und dem Gesundheitsschutz auf der anderen Seite, wie wir mit dem in Zukunft in einer guten demokratischen Art, mit guten Kontrollrechten, Rufzeichen, auch umgehen können. Und deswegen wird das ein Arbeitsprozess sein, den wir bald starten werden, wo wir auch Externe mit einbeziehen werden, wo ich gerade die Einladung an kritische Juristinnen und Juristen auch richte, hier ihr Know-how, ihre Zugänge, ihre Ideen, ihre Vorstellungen absolut mit einzubringen. Das sind 11 wichtige Punkte für unsere nächste Arbeit. Und damit schauen wir
auf dem Bereich, wofür wir arbeiten und warum wir uns hier weiter optimieren müssen, nämlich auf die Covid-Situation in Österreich. Situation ist die, dass wir mit dem heutigen Tag 119 Neuinfektionen haben. Das heißt, wir sind heute wieder dreistellig, knapp aber doch. Wir haben dem gegenüberstehend aber 133 Neugenesene. Das heißt, die Zahl der aktiv Erkrankten sinkt um 14. Wir sind damit bei 1585 aktiv Erkrankten. Wir haben eine bemerkenswerte Situation, dass gleichzeitig die Zahl der Hospitalisierungen wieder zurückgeht, und zwar durchaus beachtlich. Wir sind bei 89 Erkrankten nur mehr, die sich im Spital aufhalten müssen wegen dieser Erkrankung, und davon 15, die sich in intensivmedizinischer Betreuung aufhalten müssen. Wie schaut es mit der Verteilung dieser Neuinfektionen in Österreich aus? Es wird gleichmäßiger, sage ich jetzt nochmal ganz allgemein. Und das ist eigentlich das Produkt dessen, was uns letzte Woche, manche von Ihnen waren da, die Frau Professor Buchhammer auch erzählt hat, mit der Entwicklung der Gesamtlage, was Infektionen betrifft. Diejenigen, die da gewesen sind, werden sich wahrscheinlich an diese rote Kurve erinnern mit den Rhinoviren, also denen, die unseren Schnupfen, die unsere Erkältungen mit verursachen können. Und die sind alle, diese Infektionsquellen, mit dem Lockdown de facto auf Null gegangen, eine spannende Kurve, die auf Null sich entwickelt hat, über Wochen weitergegangen ist und die seit der Woche 25 circa wieder massiv im Steigen ist. Das heißt, diese virologische Grundaktivität, die da ist, die ist österreichweit offensichtlich da und die führt dazu, dass wir auch österreichweit wieder Fälle haben. Wir hatten ja viele Wochen, wo etwa das Bundesland Vorarlberg überhaupt nicht betroffen war. Auch jetzt sehr, sehr gering betroffen ist, muss man auch sagen. Aber dennoch, erste einzelne Fälle haben wir auch dort. Wir sind heute in Wien bei 36 Neuinfektionen, in Oberösterreich bei 30, in Niederösterreich bei 23, in der Steiermark bei 12, in Salzburg bei 4 und Vorarlberg, Kärnten und Burgenland haben jeweils 3. Das ist letzter Bereich, wirklich ein sehr, sehr, sehr kleiner Bereich, denn man muss bei all diesen Zahlen vor allem auch eines bedenken. Wir sind jetzt in der Phase 3. In dieser Phase 3 wussten wir, dass es nach dieser Regienphase 1 mit den großen Maßnahmen zur Absenkung der Infektionszuwächse, Sie erinnern sich, wir waren tagelang im März bei 40, 45, 50% Tagessteigerung, und haben die sehr, sehr gut abgedämpft. Dann waren wir in der Stufe 2 mit 10 großen Öffnungsschritten, im Übrigen in Österreich sehr schnell, sehr umfassend realisiert, plus Grenzöffnung, plus Beginn des Tourismus. Dass das in Summe in dieser Phase 3 dazu führt, dass es verstärkt regionale Clusterbildungen geben kann, das war von vornherein klar und darauf waren wir auch vorbereitet. Und deswegen ist das Wichtigste in dieser Situation, dass wir diese regionalen Clusterbildungen auch durch eine sehr engagierte regionale Arbeit vor Ort mit vielen Testungen und mit einem ausgezeichneten Kontaktpersonenmanagement in Schach halten, damit wir verhindern, dass diese Kurve wieder deutlich zunimmt, damit wir verhindern, dass sie irgendwann, erinnern Sie sich an die Entwicklungen in Israel zum Beispiel, was deren Kurve betrifft. Wir wollen nicht mehr exponentiell werden. Wir wollen verhindern, dass es zu einer zweiten Welle kommt. Und dazu braucht es das Abdämpfen, Eingrenzen von jedem einzelnen regionalen Cluster. Wir wollen sozusagen eine Sinuskurve, die gleichmäßig bleibt, wo einer Erhöhung immer wieder das Abdämpfen als Folgesituation folgt. Wie stehen wir international da? Vielleicht da auch noch zum Einordnen ganz gut. Wir haben derzeit in Europa die Situation, dass wir sehr unterschiedliche Situationen pro 100.000 Einwohner haben. Wir haben mehrere Staaten, die leider wieder einen Rückschlag erlitten haben, die schon sehr erfolgreich waren. Und dazu zählt zum Beispiel Spanien, aber das ist eh alles Berichterstattungsgegenstand, das brauche ich nicht wiederholen. Aber Sie sehen hier ein bisschen den Vergleich, infizierte Fälle pro 100.000 Einwohner. Österreich ist da ganz unten pro 100.000 Einwohner. Das heißt, vergleichsweise sind wir nach wie vor sehr, sehr gut unterwegs.
14-Tage-Vergleich in Europa wieder auf Basis dieser 100.000 Einwohner. Da sind wir in Österreich bei 17. Sage Ihnen nur einen Vergleich. Das RKI, das Robert-Koch-Institut in Berlin, hat 50 als Grenzwert definiert, um Staaten auf eine rote Liste zu nehmen. Also da ist Österreich erfreulicherweise sehr weit davon entfernt. Die aktuell infizierten Fälle sind ein zweiter Parameter. Das rote Punktal, das kleine, ist Österreich. Sie sehen, da stehen wir auch in Europa sehr gut da. Und dann vielleicht noch, was die Grenzländer betrifft, das ist für uns in Österreich immer natürlich ein sehr wichtiger Parameter. Wie schaut da der Vergleich der aktuell infizierten Fälle aus? Und da sehen wir, dass Italien zwar noch vorne ist. Ich muss aber wirklich sagen, ein ganz großes Kompliment an die Arbeit in Italien. Mittlerweile ist auch die Lombardei von der Liste der Risikogebiete herunten, weil sie sehr, sehr erfolgreich sind durch sehr, sehr viel Arbeit, durch sehr, sehr harte Maßnahmen, die sind mit den österreichischen Maßnahmen nicht vergleichbar gewesen, erarbeitet, und viele Opfer sind trotzdem die Realität gewesen, vor allem im März, April, Tschechien und da Österreich. Das ist die Vergleichssituation. Was wir machen, und das ist noch einmal ein Punkt, den man berücksichtigen muss bei den aktuellen Ergebnissen, wir testen in Österreich so viel wie noch nie zuvor. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, gerade in dieser Phase. Alles, was wir jetzt nicht entdecken, anfällen, das ist etwas, was uns im Herbst Probleme bereitet. Und deswegen unter den Teppich schauen als das Grundmotto, die Grunddevise. Wir sind mittlerweile bei 861.000 durchgeführten Tests in diesem Land. Das ist schon sehr, sehr beachtlich. Ich glaube nicht, dass sich das jemand erwartet hätte in den Erstphasen des März, April. Funktioniert sehr gut in einem Dreigestirn sozusagen zwischen einerseits 1450, hat sich absolut bewährt, mittlerweile mehr als 1 Million Anrufe bei 1450 als Lenkungshotline sozusagen. Und deswegen ist es uns auch gut gelungen, den Gesundheitsbereich zu schützen vor Infektionen. Zweiter großer Bereich sind die Testungen im Tourismus. Mein Appell geht da wirklich an die Tourismusbetriebe, diese Chance, die da ist, aufzugreifen, keine Sorge zu haben, dass man etwas findet im eigenen Bereich, sondern das ist die beste Bewerbung, die man überhaupt nur verwirklichen kann, wenn man sagen kann, ich bin getestet, meine Mitarbeiter sind getestet. Also diese Chance nützen, einsteigen auf dieses Angebot, mein ganz dringender Appell. Und das Dritte ist, wir machen zusätzlich in Kooperation und umgesetzt durch die AGES Screening-Testungen in allen Bereichen, wo wir Risiken vermuten, auch auf Basis internationaler Erfahrungen und auch auf Basis der Realität der bisherigen Ergebnisse in Österreich. Und wir haben etwa jetzt im Juli uns sehr stark gekümmert um prekäre Wohnverhältnisse, da 1486 Testungen mit 17 positiven Ergebnissen. Sie wissen, wir schauen uns sehr offensiv, natürlich auf Freiwilligkeitsprinzip, das ist rechtlicher Grundsatz, den Bereich der Schlachthöfe an, bei 2037 Testungen, 33 positive bisher, alles nur der Juli. Und der Bereich der Altenheime freut mich total, weil das war eigentlich der Bereich, der riskanteste war, der uns am meisten Sorgen bereitet hat. Hier sind die Personen, die am schwächsten in dem Zusammenhang sind, was den Umgang mit dem Virus betrifft. Und wir hatten da jetzt wieder im Juli 485 Testungen in Altenheimen und kein einziges positives Ergebnis. Es ist ein guter Bereich. Ja, und zwei Hauptthemen. Das eine sind die reiseassoziierten Cluster, da eben mit den Einreiseverordnungen und den entsprechenden Maßnahmen die Gegenmaßnahmen. Und das zweite sind die regionalen Clusterbildungen. Wir hatten in den letzten Wochen etliche dieser regionalen Clusterbildungen. Wir sind immer so kurzlebig auch unterwegs von einem Thema zum nächsten. Deswegen in einem Satz noch die Erinnerungen. Denken wir an Salzburg zum Beispiel, den unter Anführungszeichen Cluster einer bestimmten Gruppe, eines Vereins, der
in Salzburg ein großes Thema war. Denken Sie mit mir an Niederösterreich, denken Sie mit mir an Wien. Welche Aufregung hat es gegeben über den Wiener oder die Wiener Cluster im politischen Bereich und im politischen Diskurs. Denken Sie mit mir an die sogenannten Freikirchen in Oberösterreich, wo es um deutlich über 200 Personen gegangen ist und geht. Jetzt sind wir neben anderen Clustern in St. Wolfgang. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung, weil hier immer in Fremdenverkehrsbereichen natürlich eine stärkere Durchmischung vorhanden sein kann. Deswegen haben wir uns gedacht, wir informieren Sie heute sozusagen von erster Quelle. Die AGES, unsere Spezialistinnen und Spezialisten in Österreich, sind jetzt direkt in diese Situation in St. Wolfgang eingebunden. Sozusagen, ich nenne es amateurhaft jetzt, mit einem vertiefenden Kontaktpersonenmanagement und einem begleitenden. Die Frau Dr. Schmidt wird uns deswegen jetzt sagen können, was ist denn der bisherige Stand, wie ist die Bewertung, wie sieht es aus in St. Wolfgang? Danke. Lieber Herr Bundesminister, nur zu vorab, also die Kooperation der AGES mit den lokalen Gesundheitsbehörden findet ja von Beginn an der Epidemie statt, immer sehr auf intensiver Ebene, aber sobald es ein verstärktes Auftreten an Fällen kommt, sind wir einfach hier unterstützend auch für die illustrative Darstellung, für die Analyse. Also das findet in einem sehr engen Austausch mit den lokalen Gesundheitsbehörden und der Landessanitätsdirektion natürlich statt. Mit der heutigen Datenstand haben wir 62 Fälle laborbestätigter Infektion. Begonnen hat das mit der letzten Mittwoch, da wurde eine erkrankte laborbestätigt in ihrer Infektion zur Kenntnis gebracht in zuständigen Behörden und die haben dann in einer unglaublichen Höchstleistung und hohen Geschwindigkeit das getan, was die Behörden seit Beginn der Epidemie immer machen, im Rahmen dessen also sofort Case Tracing und Contact Tracing. Damit war es auch möglich, sehr rasch enge Kontaktpersonen hier zu identifizieren, zu testen und somit auch als Fälle zu identifizieren. Das heißt, anfänglich hat sich auch das verstärkte Auftreten der Fälle unter einer Gruppe, eine junge Gruppe, die als Praktikanten im Bereich der Hotellerie dort tätig sind, dargestellt. Das sind die in der Kurve. Die Kurve stellt die Laborbestätigten Fälle immer nach Laberdiagnosedatum dar. Sie sehen, vom 20.07. angehend und die Quadrate in rosa gefärbt stellen die eine Gruppe der Praktikanten dar. Da ist es verstärkt aufgetreten. Bewusst ist noch dann die Altersverteilung. Primär sind von den 62 Fällen fast über 40 in der Altersgruppe zwischen 15 und 20. Und das lässt auch hier uns weiter zum möglichen Setting der initialen Verbreitung führen, nämlich der Besuch eines Nachtlokals. Dort wurde sehr wohl gemäß der schon vor zwei Wochen verordneten Maskenpflicht vom Personal der Mund-Nasen-Schutz auch getragen und exekutiert. Aber natürlich kann, sobald das Lokal betreten wird, von den Besuchern die Maske entfernt werden von den Besuchern. Da ist enges Zusammensitzen, enger Austausch natürlich prädestiniert auch für den Tröpfchenaustausch. Dieses Setting dürfte hier der Ausgang für die Verbreitung gewesen sein, aber nicht nur einmal, sondern wahrscheinlich an mehreren Zeitpunkten. Sie sehen, dass die anderen Farben nur spärlich vertreten sind. Grau bedeutet noch in Abklärung, aber primär handelt es sich um vereinzelte Folgefälle, die sich eben von der initialen betroffenen Gruppe dann in vereinzelt das Personal der Hotels hier fortgesetzt hat. Das heißt, wenn wir sprechen von ein Hotel oder ein Betrieb ist betroffen, dann nicht betroffen in Form eines Ausbruches, sondern dass hier auch durch exzessives Testen übrigens sämtliche Angestellten der Hotels, die identifiziert wurden durch die erst identifizierten Fälle unter den Praktikanten,
dann wird das gesamte Personal getestet und somit ist es möglich, rechtzeitig eben mögliche Folgefälle bereits schon asymptomatisch zu identifizieren, sind in der Quarantäne jetzt isoliert somit per Definition und können auch hier keine Quelle mehr für mögliche Touristen mehr sein. Es wurde auch rechtzeitig allen Touristen, die aber nachweislich hier keinen engen Kontakt mit den Betroffenen hatten, ebenfalls der Test angeboten. Bis dato haben wir einen einzigen inländischen Gast eines Hotels in St. Wolfgang identifiziert. Zusätzlich dürfte auch noch ein Familiencluster, der jetzt hier noch nicht erfasst ist, in der Zahl von 62 mit assoziiert sein. Auch hier gibt es gemeinsame Verbindung der Besuch des Nachtlokals. Wie schon gesagt, beide Nachtlokale von St. Wolfgang sind seit letzter Woche gesperrt. Es sind unter anderem auch alle schon abgereisten Gäste, werden verständigt, gebrieft über Risikoverhalten und aufsuchen, wenn notwendig, des ärztlichen Services, wenn hier Beschwerden in Richtung der möglichen Coronavirus-Infektion auftreten. Auch alle EU-Mitgliedstaaten sind bereits von der internationalen Contact-Tracing-Aktivität informiert über dieses gehäufte Auftreten von Fällen unter dem Personal der Hotelbetriebe in St. Wolfgang und jüngerer Personen, die zum Teil dort wohnhaft sind bzw. ihren Zweitwohnsitz haben. Es wird in weiterer Folge natürlich dieses Geschehen, diese Entwicklung intensivst beobachtet. Die Tests sind ja über das Wochenende bei über 1000 Tests gelaufen, weitgehend jetzt abgeschlossen. Ergebnisse könnten noch während des Tages hier eintreffen, aber vorerst ist zu sagen, dass ein Großteil der 1000 Tests abgeschlossen sind und dass dies das heutige Ergebnis der identifizierten Fälle ist. Danke. Vielen herzlichen Dank. Fragen? Gibt es Fragen? Ja. Bitte. Herr Minister, Sie haben gesagt, Sie werden die juristischen Mitarbeiter aufstocken. Können Sie ein bisschen konkreter werden, wie viele Leute, wie viele Dienstposten brauchen Sie da und bis wann wird man diese Verstärkung, diese personelle merken? Und an die Frau Schmidt vielleicht noch die Frage, wenn ich die Grafik richtig interpretiert habe, dann sind diese kleinen Punkte, die roten auf der Österreich-Karte, die Praktikantinnen und Praktikanten, die abgeholt wurden von ihren Eltern in den letzten Tagen und heimgebracht wurden. Wie entspannt sehen Sie das, dass jetzt die über ganz Österreich, ich sehe hier von Reutte bis noch ins Burgenland, die infizierten Leute sind mit ihren Eltern, mit den Geschwistern, ist das nicht ein weiterer Problempunkt, dass dort weitere Cluster dadurch auftreten? Ja, die an mich gerichtete Frage kann ich sehr kurz beantworten, wird gerade erhoben im Augenblick. Ich gehe da von einer überschaubaren Zahl von 5, 6 wirklich spezialisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. So eine regionale Darstellung hat immer was Methodisches an sich. Ja, bei Definitionen muss jeder Fall, der identifiziert werden, immer nach seinem ursprünglichen Erstwohnort oder Wohnsitz dargestellt werden. Tatsächlich sagt uns das nur, dass die eigentlichen Wohnorte der Betroffenen, unter anderem in Tirol mit 2, mit einigen mehr, nämlich 14 in Niederösterreich, in Wien, in der Steiermark, aber hauptsächlich in Oberösterreich sind. Die identifiziert wurden und einen anderen Wohnort aus Oberösterreich haben, sind großteils in Oberösterreich identifiziert und sind dort, das weiß ich von Niederösterreich, in Oberösterreich, also das heißt vor Ort in Isolation. Das heißt, hier ist kein Transport passiert. Diejenigen, die transportiert sind, also das heißt, die nach Hause gereist sind in Österreich, sind natürlich dann mit Maske, sind also positiv getestet worden vor Ort, sind mit Maske dann nach Hause gereist und sind auch solches ja der Großteil, der asymptomatisch ist, mit einer Maske, hat ein sehr, sehr geringes Risiko, ja, in dieser Situation auch hier weiter zu transmittieren. Die befinden sich jetzt in der Isolation und die Isolation, die in der Heimisolation stattfindet, findet so statt wie vom Beginn an. Soweit es geht, soweit es die Räumlichkeit zu Hause zulässt, versucht man auf Distanz zu leben, diese 14 Tage. Wir sind alle instruiert von den Haushaltsmitgliedern,
Man ist schon sehr geübt, auch die österreichische Bevölkerung, wie ich bestmöglich mich vor dem Infizierten schützen kann. Jeder trägt seine Maske, gemeinsames Zusammentreffen auf ein Minimum reduzieren, getrenntes Einnehmen der Nahrung, und so finden die häuslichen Isolationen statt. Und wenn der eine und andere familiäre Folgefall auftritt, dann wissen wir davon, dass es sich hier ebenfalls um ein Auftreten der Fälle in der Quarantäne handelt. Also bitte sich nicht irreführen lassen. Es zeigt einfach immer nur die Verteilung der betroffenen Fälle nach den Wohnorten, aber nicht reflektiert es den tatsächlichen Aufenthalt der Fälle. Sind vermehrt die Praktikanten österreichweit betroffen, die eben dort in St. Wolfgang ihr Praktikum gemacht haben, die gemeinsam am Abend dann auch ein bisschen Partying gemacht haben, in dieser Altersgruppe durchaus verständlich. Und da es halt dann hier auch möglicherweise eben zu einem Superspreading-Ereignis in dem Lokal gekommen ist. Gut, bitte. Herr Minister, zwei Punkte. Das eine, es fragt sich halb Österreich, warum bei diesem Freikirchencluster sofort Schulen geschlossen worden sind im großen Stil und in St. Wolfgang keine Hotels geschlossen werden. Die Nachtlokale haben freiwillig zugemacht, ist ausdrücklich betont worden. Wieso wird da mit zweierlei Maß gemessen? Was sagen Sie dazu? Und die zweite Frage bezieht sich auf die Sache mit den Verordnungen und den Fehlern, die da passiert sind. Inwiefern ist denn diese mangelnde Kooperation mit dem Verfassungsdienst, mit dem Bundeskanzleramt auf allfällige Rivalitäten, Eifersüchteleien oder Ähnliches zurückzuführen? Weil man kann sich das eigentlich nicht erklären, warum diese Expertise nicht genützt worden ist von Ihrem Haus. Ich werde versuchen, beide kurz und bündig und klar zu beantworten. Die zweite Frage lässt sich am raschesten beantworten. Sie ist nämlich sehr klar. Also wir haben mit dem Verfassungsdienst und ich darf in der Situation einfach dem treu bleiben, was ich versuche, an politischer Kultur zu leben, nämlich ehrlich zu sein. Es hat eine korrekte, gute Zusammenarbeit in der Vergangenheit gegeben. Der Fehler bei dieser Einreiseverordnung ist nicht beim Verfassungsdienst gewesen, sondern das ist eine Hohlschuld. Unser Haus ist nicht auf den Verfassungsdienst bei der Endabklärung zugegangen. Und das wird eben jetzt auch mit einem Erlass noch einmal verankert, dass das in Zukunft in jedem Fall, bei jedem Rechtsstück der Fall sein muss. Wie auch immer es dazu gekommen ist, das ist nicht die Verantwortung, nicht die Schuld des Verfassungsdienstes, sage ich ganz klar und offen, auch wenn es vielleicht politisch charmanter wäre, wenn ich es anders formuliere. Aber was wiegt das Herz, das ist einfach so. Punkt 1. Punkt 2, zweierlei Maß. Wie schaut bei uns die Struktur und das Vorgehen aus? Das muss man vielleicht kurz erklären. Wir haben Rahmenbedingungen als Bund, als Gesundheitsministerium für die Bundesländer verankert, wie in derartigen Fällen vorzugehen ist. Das sind eben auch Erlässe, wo man Testungen macht, wie man das Kontaktpersonenmanagement realisiert. Ein Grundsatz ist, dass die unmittelbare Bewertung und Umsetzung vor Ort ist. Das ist auch wichtig, denn vor Ort kennt man die Situation am besten. Und wonach wird dann bewertet, welche Maßnahmen gesetzt werden. Entscheidend ist für uns da dann immer und für die regionalen Behörden dann unmittelbar entscheidend, dass das Kontaktpersonenmanagement funktioniert. Das heißt, dass ich weiß, wo ist die Ausgangssituation, wer sind die Betroffenen, wer ist das konkrete Umfeld. Wenn ich das weiß, kann ich anders vorgehen, spezifischer vorgehen, wie in Situationen, wo ich Unklarheiten habe, wo ich offene Punkte, offene, große offene Fragen habe. Das ist der ganz große Unterschied. Also nach meinem Dafürhalten ist das Land Oberösterreich hier nicht mit zweierlei Maß vorgegangen, sondern das ist schon erklärbar und begründbar, wie das Vorgehen gewesen ist. Aber neben mir steht die Spezialistin. Ja, also man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Ich erkenne eine Häufung unter einer gewissen Gruppe. Ich stelle so rasch als möglich die Kontaktpersonen fest und habe jetzt noch den Luxus, den ich mir in Österreich leiste, diese Kontaktpersonen zu testen. Gut, das Test ist eine Momentaufnahme, stellt aber fest, ob er infiziert ist oder nicht infiziert ist. Ist er nicht infiziert, besteht als solches hier die Notwendigkeit, dass er wohl observiert wird. Das heißt, er wird instruiert, sofern eine Klinik auftritt in Richtung einer Infektion, hat er natürlich dann sofort die Behörde zu verständigen. Aber
Der erste negative Test, ja, schließt die unmittelbare Gefahr, das Risiko, die von einer Folge oder von einer Kontaktperson ausgeht, aus. Daher, und noch ein Maskentragen und noch praktizierte Händehygiene, ist natürlich auch hier keine Frage, hier kein Risiko oder sein Risiko als Quelle einer Infektion in Frage zu kommen, ist vergleichbar mit jedem anderen Angestellten eines nicht betroffenen Hotels. Die bleiben aber in Observanz und werden nach der mittleren Inkubationsansteckungszeit noch einmal getestet. Ja? Und all dies ist in allen ursprünglich betroffenen Hotelbetrieben hat das stattgefunden. Das heißt, alle hier der Mitarbeiter getestet, die positiv waren, sind in Isolation. Die negativ sind, sind ja keine Quelle der Infektion gegenwärtig, tragen ihre Maske, sind also keine Produzenten infektiöser Tröpfchen, werden in absehbarer Zeit wieder getestet und sind somit weiter aktiv in dieser Hotellerie. Das zur Erklärung, warum verhältnismäßig gesehen jetzt unmittelbar das Schließen sämtlicher Hotels in St. Wolfgang fällt mit dem gegenwärtigen Wissensstand nicht notwendig ist. Wichtig ist immer zu wissen, das gesamte Personal, das einmal hier das Risiko hatte, ist getestet, wird weiter getestet, wird beobachtet und somit hier das mögliche Risiko für die Gäste auf ein mögliches Minimum, nämlich das mögliche Minimum ist das, was ich als Mensch mit dem Kenntnisstand, den ich jetzt habe, reduzieren kann. Das ist immer das Restrisiko, null gibt's nicht. Und wenn diese Maßnahme durchgesetzt werden, kann ich das aufs Restrisiko reduzieren. Warum jetzt in Oberösterreich ja, die Entscheidung getroffen wurde, das ergibt sich auch dadurch, dass erstens noch die gesamte Clusteraktivität während der Schulzeit passiert ist und auch ihre Auswirkungen in diese Altersgruppe hatten. Ja, jetzt sind ja Kinder überhaupt nicht betroffen. Das war ja ein Ausbruch, der so ausgegangen ist von einer Religionsgemeinschaft. Eine Religionsgemeinschaft inkludiert alle Altersgruppen und unter anderem waren auch ausgegangen von Gottesdiensten natürlich auch Kinder betroffen. Und weil auch Kinder im Vorschulalter bzw. im Volksschulalter betroffen waren, hat man diese generelle Entscheidung getroffen. Also nach Verhältnismäßigkeit wird entschieden und die Verhältnismäßigkeit basiert auf der Risikoeinschätzung. Danke, Frau Wachter. Dürfte ich da ganz kurz nachfragen? Das heißt, man kann Hotels komplett testen, aber bei Schulen geht das nicht und dann schließt man. Oder heißt es das? Nein, das ist jetzt ein Kurzschluss, den löse ich auf. Nein, die Schulen, also Kinder jetzt, hätte man hier jetzt die gesamte Population, Schulpopulation von Oberösterreich testen müssen und das wiederholt bis kurz vor Beginn der Ferien, um die eine und andere Schule offen zu lassen. Ist sicher eine Strategie. Mag sein, eine Strategie für den Herbst zum Beispiel, wo man sehr selektiv und wirklich zielgerichtet und risikobasiert vorgehen kann. Es tritt ein Erkrankungsfall, es tritt eine Fallhäufung in einer Schulklasse auf. Wie gehe ich mit den unmittelbaren Kontaktpersonen? Sehr wohl, ist hier unterschiedliche Methoden, auch der Probengewinnung, wie Sie gehört haben, gibt es ja schon, das Googlen zum Beispiel, damit kann ich auch sehr gut die Rachenhinterwand umspülen, ist eine angenehme Art und Weise der Probengewinnung für die Kinder, ist eine Möglichkeit, ja, dass ich die zu einem Zeitpunkt X teste, wie hoch die Durchseuchung oder wie hoch die Infektion in dieser Risikokohorte ist. Die ich identifiziere, schicke ich nach Hause natürlich als solches, am besten weit weg von der vulnerablen Bevölkerung, also der älteren Bevölkerung. Und die nicht infiziert sind als solches, der zum Beispiel Nachbarklassen, die kann ich weiter in die Schule gehen lassen. Aber dieses Prozedere wird jetzt auch ganz intensiv in der Ferienzeit erarbeitet werden und wird sicherlich eine der möglichen Strategien sein. Das war ja halt eine Maßnahme, die jetzt, Sie müssen sich vorstellen, das war schon ein sehr großer Cluster, der sich dann sehr rasch auch in die Familien- und Haushaltsstrukturen fortgesetzt hat. Und bevor man hier noch mit einem doch sehr zeitaufwendigen Testen beginnt, knapp vor auch Ferienbeginn war, hat man sich dazu entschieden, als eine lokale Entscheidung. Also das ist jetzt eine lokale politische Entscheidung als solches, die halt hier getroffen wurde, um bestmöglich hier die Verbreitung dann in dieser
Population zu reduzieren auf ein mögliches Minimum. Wiewohl wir aber wissen, dass Kinder ja generell ein geringeres Risiko einerseits des Erwerbs haben, der Infektion, und sehr wahrscheinlich auch, ja, wenn sie asymptomatisch bleiben, ein viel geringeres Risiko haben, dieses Virus auch als Infektion weiterzugeben. Dann hätte ich noch Fragen an den Herrn Gesundheitsminister. Die eine Frage ist, die deutschen Gesundheitsminister aller Bundesländer überlegen, ob sie eben die Corona-Tests gratis zur Verfügung stellen für Menschen, die aus dem Urlaub zurückkommen. Ist das auch eine Idee für Österreich? Dann kostet der PCR-Test in Österreich rund 140 Euro. Die Kosten sind ja selbst zu tragen, wenn man zurückkommt, eben aus einem Risikogebiet. In Deutschland, laut dem ADAC, sind es ungefähr 59 Euro. Also wo ergibt sich diese Differenz? Und als Österreicherin, die aus einem Risikogebiet zurückkommt, muss ich einen PCR-Test vorlegen. Wenn der negativ ist, ist die Quarantäne vorbei. Wenn ich eine Drittstaatsangehörige bin, darf ich die Quarantäne nicht verlassen, auch wenn ich einen negativen PCR-Test habe. Wie gibt es diesen Unterschied? Ja, viele Fragen auf einmal. Die eine Geschichte ist die Frage der Preise. Sie haben jetzt nach meinem Wissensstand wiedergegeben unterschiedliche Strukturen. Das heißt, in Deutschland sind die genannten Preise Preise, wo es in großen Mengen Bestellungen gibt. Das ist auch bei uns dann eine preisliche Situation, die in Österreich deutlich geringer sind. Ich weiß nicht, ob Sie im Augenblick gerade für die Screening-Programme die Kosten in Erinnerung haben. Die sind auf jeden Fall weit unter den 100 Euro und eher bei den Preisen, die von Deutschland aus angegeben werden. Da ist zwischen freiem Markt und dem, was man als große Menge ausschreiben kann, ein großer Unterschied, was die preisliche Struktur betrifft. Die Screening-Programme und die Tourismusprogramme sind ja gratis, allerdings ein freiwilliges Programm und gelten für alle im touristischen Bereich beziehungsweise halt im sogenannten Risikobereich, wo wir das Gefühl haben, dort sollte man noch genauer hinsehen. Was die neuen Regelungen in Deutschland betrifft, Stichwort Testen an der Grenze, Testen von Urlaubsrückkehrern aus sogenannten Risikogebieten, so sind wir heute gerade dabei, das war eine Meldung von gestern, dass wir mit dem Kollegen Spahn uns da ins Einvernehmen setzen, weil ich denke, klug wäre es, vielleicht schaffen wir da auch eine gemeinsame Vorgangsweise, weil Deutschland und Österreich ja durchaus vergleichbar derzeit betroffen sind, was die Situation betrifft. Was die Einreisesituation betrifft, das sind ganz einfach die Vorschläge, die da sind von den Gesundheitsbehörden. Da schlägt ein bisschen durch und kommt ein bisschen durch auch die Fragestellung, wie sicher kann man sein, dass ein Test, der international gemacht wurde, auch tatsächlich zu 100% seriös ist. Ich hätte eine Anschlussfrage, weil Sie gesagt haben, eine gemeinsame Vorgangsweise. Aber heißt es auch, dass man sich für Österreich auch vorstellen kann, dass sich jeder, der zurückkommt, gratis testen lassen kann? Ich glaube, das war die Frage auch. Ja, also wir haben keine Planung, dass es jetzt im Urlauberrückkehrbereich eine Gratistestung gibt. Ist ja auch in Deutschland noch eine sehr umstrittene Frage. Es gibt manche, die sagen, möglichst ein niederschwelliges Zugangsniveau zu diesen Testungen ist der eine Zugang. Der andere Zugang ist, und das haben auch Politiker in Deutschland, auch aus den Regierungsfraktionen so kommuniziert, für einen freiwilligen Akt, den man macht, nämlich da oder dorthin auf Urlaub zu gehen, dass das dann auch selbst als Risiko sozusagen in Kauf genommen werden sollte. Wir haben da keine diesbezügliche Planung im Augenblick, sondern die Vorgangsweise, wie wir sie auch verankert haben, nämlich dann der Zugang zu Labors. Ich habe noch eine Frage zu St. Wolfgang. Das sind jetzt auch die übrigen Wolfgangsee-Gemeinden dazu angehalten, die Praktikanten zu testen. Gibt es da auch Überlegungen, das noch auszuweiten auf beispielsweise Bad Ischl? Das ist ja auch nur 10 Kilometer entfernt und auch ein touristischer Ort. Ja. Also es kommt immer darauf an, ob es Indizien gibt, ob es irgendwelche Verdachtsmomente gibt. Nach meinem Wissensstand gibt es in Richtung Bad Ischl, was ich so weiß,
Nichts, was mir jetzt bekannt wäre, was unmittelbar darauf hindeutet. Aber das ist ja der klassische Sinn von Kontaktpersonenmanagement, dass man sozusagen auch Bewegungsstrukturen sich ansieht und sich ansieht, wo jene, die infiziert sind oder die in einem unmittelbaren direkten Kontakt mit den Infizierten waren, wo jene aufhältig gewesen sind, um auszuschließen, dass es hier zu einer Ausbreitung kommt. Und da gehe ich davon aus, haben sich und werden sich die Behörden auch die Frage vor Ort in der Region sehr, sehr gut ansehen. Ich habe gestern mit Landeshauptmann Haslauer auch über diese Frage kurz gesprochen und ich halte das für sehr, sehr vernünftig, was Salzburg macht, nämlich auch im unmittelbaren sogenannten Grenzbereich, Grenzen haben wir zwischen Oberösterreich und Salzburg denn doch nicht, aber im anderen Bundesländerbereich, im angrenzenden, dass man auch dort sorgsam und vorsichtig ein Auge, ein verstärktes einfach drauf wirft und allfällige Zusammenhänge von Beginn an sehr genau unter die Lupe nimmt. Zusätzlich ist auch über die oberösterreichische lokale Medien sind alle aufgefordert worden, die in den letzten Tagen seit 15. Juli diese Lokalitäten besucht haben, sich zu melden und können jederzeit auch das Testangebot in Anspruch nehmen. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt, vielleicht kann man den auch bundesweit noch einmal wiederholen, denn das ist natürlich ein Punkt, wo man einhaken kann. Also jeder, jede, die in diesen beiden Lokalen aufhältig gewesen ist, seit dem 15. Das Angebot, sich bei den Gesundheitsbehörden zu melden, ja die Aufforderung, sich dort zu melden. Ich habe zwei Fragen. Einerseits, Sie haben angekündigt, die Einreiseverordnung ändern zu wollen. Wird das jetzt nur die Formulierungen betreffen oder könnte sich eben an den angesprochenen Regeln auch etwas ändern? Und die zweite Frage, Walter Rothensteiner wird sich aus dem Casinos Aufsichtsrat zurückziehen mit der Begründung, er will sich die Untersuchungen nicht mehr antun, Ibiza-Ausschuss zum Beispiel. Was sagen Sie als Teil der Regierung da dazu? Zweite Frage, das ist die Angelegenheit des Finanzministers. Ich bin in dieser Materie überhaupt nicht involviert. Muss man zur Kenntnis nehmen, wenn ein derartiger Schritt gesetzt wird. Und ich denke, das Finanzministerium ist bereits in Arbeit, um die Konsequenzen daraus zu ziehen. Es ist ja ein bisschen Zeit noch, was ich gehört habe, wird er noch bei der nächsten Aufsichtsratssitzung präsent sein. Und dann sollte ein entsprechender Vorschlag da sein, was die Nachfolge betrifft. Inhaltlich bin ich in dem Bereich nicht firm, sage ich Ihnen ganz offen und ehrlich. Was die Einreiseverordnung betrifft, es geht jetzt kurzfristig einmal um das Ausräumen, Reparieren der Fehler. Da geht es nicht um inhaltliche Korrekturen und deswegen auch der Appell, der Vollzug basiert auf Basis der vorliegenden Verordnung und die wird, was die Fehler betrifft, korrigiert. Dann wird es einen zweiten Schritt geben, wo es eher um die Systematik geht. Ich glaube, Sie haben, Professor Mayer war das, glaube ich, der im Mittagsjournal gemeint hat, er hält es auch für nicht gut, für die Lesbarkeit, wenn man mit den Ausnahmen beginnt und dann erst mit den Grundsätzen, ich glaube, so irgendwie war die Argumentationslinie, solche Fragen schauen wir uns dann an. Ich habe es eh schon gesagt, mir ist es wichtig, wir müssen dort kommen, dass Verordnungen einfach gut lesbar sind für den Einzelnen, der sie ja zu vollziehen hat. Wir machen ohne dies dann immer eine Art vereinfachtes Wording durch einfache Sprache, aber dennoch sollte auch der Text so sein, dass sich auch Nicht-Spitzenjuristinnen da durchfinden und auskennen. Auf der www.sozialministerium.at finden sich bereits die häufig gestellten FAQs zu dieser Einreiseverordnung. Ich glaube, die sind soweit ganz gut verständlich, also zumindest ich verstehe es. Das ist ein ganz guter Gradmesser, müsste dann für alle anderen auch passen soweit. Gibt es noch Fragen? Bitte. Es zeigt sich ja jetzt nicht nur aufgrund dieses Clusters da in St. Wolfgang, dass immer mehr junge Menschen auch betroffen sind und die Zahl derer steigt. Hängt das jetzt damit zusammen, dass das Testverhalten anders ist, dass mehr Jüngere auch getestet werden? Oder hat sich das Wesen von dem Virus überhaupt ein bisschen verändert? Oder lassen die einfach nur die Jüngeren vielleicht ein bisschen Disziplin die schleifen und sind nicht mehr so mit dabei wie am Anfang? Oder gibt es eine Kurve vielleicht, wie man das Alter irgendwie darstellen könnte? Ich glaube. Letzteres wird zutreffen, das Risikoverhalten ist generell immer altersgruppenspezifisch und jetzt ergibt sich halt auch durch die Sommermonate mehr Risiko
assoziierte Aktivität in einer Altersgruppe, die halt in diesen Sommermonaten solche Settings besucht. Ja. Vergleicht man jetzt zum Beispiel das mit dem Risikoverhalten im Winter, sind es natürlich primär etwas höhere Altersgruppen, die sich den Skisport auch leisten kann, auch leisten können in Ischgl, St. Anton, Zürs und Lech in den tollen Skigebieten Österreichs abzusteigen. Und da war primär dann die Altersverteilung betroffen, also die Altersgruppe zwischen 35 und 60 Jahren. Und jetzt natürlich primär junge Leute, die halt dann diese Lokale wieder aufsuchen, nachdem diese Lockerungen dann aufgetreten sind. Also primär, was wir jetzt wissen, infektionsepidemiologisch, ist es einfach ein altersgruppenspezifisches Risikoverhalten. Ich glaube, dass die Jungen genauso mehr oder weniger diszipliniert sind, wie es während der gesamten Epidemiephase war. Aber in der Lockdown-Phase konnte ich kein Nachtlokal besuchen, weil es ja gesperrt war. Und jetzt ist es ein sagen wir, so unter Rahmenbedingungen, das Aufsuchen, aber auch unter der Maskenpflicht und der Händehygiene ist eigentlich hier die Situation für eine ungehinderte Verbreitung auf ebenfalls ein mögliches protektives Verhalten reduziert. Desto dem, ob sich das Virus verändert hat und damit solches jetzt hier eine andere Altersgruppe eher mehr trifft als eine andere, das wäre noch zu früh zu sagen, weil das hängt sehr wohl natürlich mit altersgruppenspezifischer Immunität ab, geschlechtsspezifischer Immunität. Aber das Wichtige ist natürlich, dass sich dieses SARS-CoV-2 halt in einer Altersgruppe jetzt darstellt, die in der Regel ja ein ganz, ganz geringes Risiko für einen schweren Verlauf hat, das gut ist. Und es geht jetzt darum, dass auch diese Gruppe ja jene ist, die man am Anfang identifiziert. Und wenn man sie schnell containt und kontrolliert, verhindert man das weiter Ausbreiten in den Risikogruppen. Es ist ja auch beachtlich, bis jetzt nur eine einzige Person, die älter 70 ist, betroffen. Das ist ein Folgefall gewesen, der es ausgezeichnet geht, unter anderem, weil sie keinerlei belastende Begleiterkrankungen hat. Das ist einfach dann nur einer der wenigen Folgefälle, die dann halt dann auch nicht verhinderbar sind. Die spezifische Situation, wie wir sie hier sehen in St. Wolfgang, ist natürlich etwas ganz, ganz Ausgeprägtes. Aber Sie haben recht, wir merken schon insgesamt, dass die Altersstruktur eher sinkt im Augenblick. Wir haben natürlich auch gemerkt in den letzten Wochen, ich habe das eh schon mehrfach kommuniziert, das Risikobewusstsein hat sich in Teilen der Bevölkerung, ich möchte das jetzt nicht altersmäßig zuteilen, wäre glaube ich auch überzogen, hat sich geändert. Ja, das ist kleiner geworden und das war natürlich ein Thema. Offensichtlich haben manche den Irrglauben gehabt, die Geschichte ist erledigt. Und sie ist nicht erledigt. Wir haben immer davor gewarnt und auch den Irrglauben gehabt, als Junger bin ich eh nicht so wirklich betroffen. Stimmt, sie werden weniger leicht krank, aber selbstverständlich können junge Leute auch betroffen sein und das merkt man ganz eklatant auch hier. In der Hoffnung, dass was die Erkrankungssituation betrifft, weiterhin nichts passiert. Hier Altenheims geschützt, viel mehr, also wirklich exzessiv durch Maßnahmen. Aber diese Altersverschiebung in den jüngeren Bereich sieht man in allen anderen südländischen europäischen Ländern, Spanien zum Beispiel. Ja, das ist natürlich auf eine verstärkte abendliche Entertainment-Aktivität zurückzuführen. Dann werden halt die vielen Bars in Barcelona kurzfristig gesperrt, aber das macht es dann aus, dass es auch hier zu einem sprunghaften Anstieg, zum Beispiel in Spanien, in den touristischen Ressorts gekommen ist. Dann muss ich mir merken, abendliche Entertainment-Tätigkeit. Freizeitaktivität. Ich interpretiere das auch als Kompliment von euch beiden an alle, die älter sind offenbar und offenbar hier nicht mehr so viel Entertainment suchen. Ja, das möchte ich widersprechen. Natürlich besuchen wir die auch die Lokale, aber unter bestmöglichen Schutz. Genau. Ich hatte noch zwei Fragen. Der Lehrergewerkschaft der Kim Berger hat gefordert, es soll ab Herbst wieder einen Mund-Nasen-Schutz für Schüler und Lehrer geben. Da wollte ich fragen, was Sie davon halten. Und vielleicht können Sie das noch konkretisieren in Sachen Abstandsregelungen. Haben Sie gemeint, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich es falsch verstanden habe, ab Veranlassung wird es keinen bundesweiten Vollzug mehr geben. Was heißt das konkret bitte? Das heißt ganz konkret, dass wir diesen Teil der Verordnung auf Basis des VfGH-Urteils außer Kraft setzen müssen, das auch tun.
das auch tun werden in den nächsten Tagen in Koordination mit den Bundesländern und dem Innenministerium und es damit zu keinem Strafvollzug kommen muss. Aber selbstverständlich der dringende Hinweis einzuhalten, bitte, bitte nicht falsch verstehen. Das wäre eine ganz falsche Botschaft. Und der zweite Punkt war, der Kollege von der Lehrergewerkschaft. Ja, im Sommer gibt es immer wieder intensive schulpolitische Diskussionen. Kollege Fassmann ist an der Vorbereitung sehr, sehr intensiv dran, arbeitet da sehr professionell, ist mein Eindruck. Wir arbeiten mit ihm sehr eng zusammen, auch was die Vorbereitung der Ampel betrifft. Und ich halte es für schon sehr professionell, nicht im Juli die Situation zu entscheiden, die es Mitte September gibt, sondern wir haben bis dorthin noch unglaublich viele Unabwägbarkeiten. Das heißt, derzeit gibt es nach meinem Informationsstand im Bildungsministerium schon sehr spezifische Varianten für unterschiedliche virologische Situationen. Die werden vorbereitet und die muss man aber zu einem Zeitpunkt dann kommunizieren, wenn es halbwegs abschätzbar ist, wie die Situation zu Schulbeginn sein wird. Ja, die Frage, ob die Verschiebung in der Altersstruktur nicht auch eine Folge der Testfrequenz oder der Art und Weise, welche Zielgruppe man überhaupt testet, ist, weil ein junger Mensch mit milder Symptomatik hätte es im März vermutlich nie bis zu einem PCR-Test geschafft. Also die Teststrategie. Initiale Teststrategie war die folgende: Jeder, der als Verdachtsfall in Frage kommt, und das waren klare EU-Vorgaben der Definition einer Klinik, die auf eine Infektion der Atemwege schließen lässt, und der zusätzlich noch, das war in den Anfängen ja ganz anders, einen möglichen epidemiologischen Zusammenhang mit einer Infektion oder einem Infektionsherd hat, wäre hier jener, der getestet werden sollte. Mittlerweile hat sich das dann über die Zeit halt reduziert, nur auf die klinische Manifestation. Jeder, der so als Verdachtsfall auch ohne Erfüllung der epidemiologischen Kriterien in Frage kommt, wurde getestet. Jetzt wird jedenfalls jeder, der auch hier nur annähernd eine Klinik in Richtung Infektion der oberen Atemwege hat, aber auch ja Geschmacksgeruchsstörungen, aber auch möglicherweise Magen-Darm-Symptome, die sich eben aufgrund des epidemiologischen Risikos in die Richtung der SARS-CoV-2-Infektion einstufen lassen, wird getestet. Und das unter der Vorgabe, nämlich von 24 Stunden, innerhalb von 24 Stunden. Nur der erste Fall, das Alter des ersten Falles, wie hier zum Beispiel, bestimmt in der Regel, weil das ist Social Mixing, sagen wir natürlich, auch das Alter der Kontaktpersonen, die ja dann als Kategorie 2, 1 auch getestet werden. Ich gehe halt als 17-Jährige mit einem 18-Jährigen fort und nicht mit der 70-jährigen Oma. Also könnte ich schon, aber in der Regel ist es eben, man bleibt auch in der Altersgruppe, was die Freizeitaktivität betrifft, unter sich. Und dann sind natürlich, und die Teststrategie, die jetzt ja seit fast einem Monat gefahren wird, ist halt, dass jede Kontaktperson Kategorie 1 oder darüber hinaus nach bestimmten Verhältnismäßigkeiten auch Kategorie 2 ist, getestet wird. Das heißt, bevor noch eine Klinik ist. Und das sind dann natürlich jene Personen, die in dieser sozialen Gruppe hineinpassen. Das sind dann eben die jungen Personen, wenn es sich um Praktikanten handelt. Das sind dann Arbeitskollegen, wenn es sich um eine betroffene Baustelle handelt. Das sind dann Mitglieder der gleichen Religionsgemeinschaft, wenn die ersten Fälle in dieser auftreten. Da ist halt die Altersstruktur verteilt gewesen, weil das sich durch die Gruppe ergibt. Aber in diesem Fall ist es sehr freizeitaktivitätsgesteuert, wie auch in anderen europäischen Ländern, wo halt vermehrt diese Fälle in dieser Altersgruppe auftreten und daher jetzt diese Verteilung. Ich habe noch eine Frage an die Frau Schmidt zu den Clustern. Untersuchen Sie die genauer? Nämlich können Sie sagen, ein Drittel ist ohne Symptome, aber infiziert, ein Drittel ist krank oder nicht? Und gibt es Möglichkeiten bei diesem Contact Tracing, Superspreader frühzeitig zu erkennen? Einfach eine hohe Last an Virus, was dann auch bedeutet, dass es mehr Infizierte gibt? Wenn ich die zweite Frage ad hoc beantworten könnte, hätte ich schon eine wissenschaftliche Arbeit im Lancet. Aber generell ist es so, dass man natürlich für die zweite Frage dieses Testen
der Nicht-Erkrankten gibt mir die Möglichkeit, dass ich unter diesen vielen asymptomatischen, also vielen, diese Gruppe der asymptomatischen, genau diesen einen Superspreader per Zufall halt identifiziere. Weil auch der Superspreader war in den Anfängen präsymptomatisch, hatte also keine Symptome. Das Robert-Koch-Institut hat das auch sehr schön auf seiner Webseite nochmal erklärt. Es gibt also den Infizierten asymptomatischen, der nie krank wird. Okay, es gibt den Infizierten, der zum Zeitpunkt der Testung asymptomatisch ist, aber möglicherweise in 1 bis 2 Tagen klinisch manifest wird. Das kann ich natürlich nicht vorhersehen, aber im besten Fall erwische ich den, habe ihn wie alle anderen Asymptomatischen, die gar nicht krank werden, schon in Quarantäne und verhindere, dass er zum Anlass eines Superspreading-Events wird. Ja? Ich könnte das nur feststellen, wenn ich, und das ist viel zu aufwendig natürlich, weil die PCR-Testung ist eine qualitative, die sagt mir ja nur, ist dieses bestimmte Stück des Genoms da oder nicht. Das andere wäre eine quantitative Testung, dass ich wirklich bei jedem, den ich teste, zusätzlich noch seine Virusbelastung mache oder teste. Das lässt sich schon auch durchführen, aber so läuft momentan die Diagnosenfindung nicht. Deswegen eine pragmatische Entscheidung, so viel als mögliche Kontaktpersonen, die ein hohes Risiko haben, also infektionsverdächtig sind, dann habe ich sie identifiziert. Und wenn ich Glück habe, habe ich unter diesen 10 asymptomatisch auch den einen, der in 2 Tagen zum Superspreader hätte werden können, wird es aber nicht, weil er in der Heimisolation ist. Weil wir jetzt schon die ganze Zeit von der Nachtszene reden, die machen nämlich ordentlich Druck, heute gibt es anscheinend wieder eine Pressekonferenz von denen, und die wollen eine 100%ige Fixkostenübernahme. Da wollte ich Sie danach fragen, Herr Minister, und können Sie der Nachtgastro, den Diskotheken, irgendeinen Zeitpunkt nennen, ab dem Sie wieder aufsperren können? Also aus virologischer Sicht, aus Gesundheitssicht ist ein derartiger Zeitpunkt ganz schwierig zu formulieren, weil es natürlich die Gruppe ist, wo es am schwierigsten ist, muss man ganz offen sagen, wobei Nachtgastronomie nicht Nachtgastronomie ist, es kommt auf Zeitpunkte an, es kommt auf Größen an, es kommt auf Strukturen an, eine kleine Bar ist sicher ganz was anderes wie eine große Disco mit 3500 Leuten, aber für das, was vertreten wird, also für den Bereich, der vertreten wird, nämlich den größeren Teil, ist es wahnsinnig schwer in der augenblicklichen Situation. Was wir Ihnen versprochen haben und was wir auch tun, ist, dass wir alle 2 Wochen die Situation, die virologische, evaluieren. Genau auch in Ihre Richtung in der Überlegung, gibt es Spielräume, wo wir einsteigen können oder gibt es die nicht. Derzeit sehen wir die auf Basis der jetzigen Akutsituation nicht. Das haben wir den Betroffenen auch ehrlich kommuniziert. Hat überhaupt keinen Sinn, jemand in einer falschen Hoffnung sozusagen zu wiegen, wenn diese Perspektive im Augenblick zumindest nicht da ist. Es kann aber in einem Monat völlig anders aussehen. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir das Covid-Thema bis zum Vorliegen einer Impfung relativ konstant haben werden. Ob wir es in dieser Dimension, in einer höheren oder in einer kleineren haben werden, kann zum heutigen Zeitpunkt niemand prognostizieren. Was die wirtschaftliche Situation betrifft, ja, ich glaube, dass diese Gruppe eine besonders unschuldig in eine extrem schwierige wirtschaftliche Lage gekommene Gruppe ist. Und dass wir uns um diese Gruppe kümmern müssen. Deswegen ist auch in Vorbereitung ein Gesprächsprozess, an dem auch die Frau Ministerin Köstinger mitbeteiligt sein wird. Ich weiß, dass der Vizekanzler da auch größtes Interesse hat, dass wir zu einer Lösung kommen. Das muss man im direkten Dialog miteinander austauschen und dann Klärungen herbeiführen. Es gibt aber auch noch andere Gruppen, die es wahnsinnig schwer im Augenblick haben. Denken Sie mit mir nur, ich habe gestern, glaube bei euch, so die Grafik gesehen, welcher touristische Bereich in Österreich ist wie betroffen. Und da ist der Städtetourismus in einer ganz dramatischen Betroffenheit. Auch da werden wir das Gespräch suchen müssen. Maria? Eine kurze Frage noch, und zwar der Virus in St. Wolfgang, weiß man, wer den sozusagen, kann man das irgendwie manifestieren, ob der... Wäre sozusagen der Patient Null, das gibt es ja nicht mehr, kann man nicht mehr sagen, aber hängt das vielleicht auch im Zusammenhang mit einem anderen Cluster, kann man das irgendwie nachverfolgen, wo wer der Erste war, das muss ja nicht einmal der oder diejenige mit den ersten Symptomen gewesen sein, aber lässt sich das irgendwie nachverfolgen? Die Infektionsepidemiologen sind immer auf Suche der Ursache, und die Ursache ist natürlich immer die Quelle.
aber wir distanzieren uns ganz entschieden von diesem Patient Null oder Fall Null, ja, weil der Fall Null ist die Fledermaus vielleicht in Wuhan, aber das nicht sicher, wenn man Trump hört, ne? Aber wir versuchen natürlich schon zu schauen, wo kann denn der Eintrag passiert sein. Ja, wissen das aber noch nicht, aber es ist unser Ansinnen, dass wir Cluster, die zum Beispiel in der örtlichen Nähe passiert sind, hier möglicherweise auch in Zusammenhang zu bringen, ja, mit dem Cluster, und dann kann er sich ausweiten. Wenn man jetzt von 62 spricht, kann der morgen schon 10 mehr haben, weil wir parallel eben, wie ich vorher schon ausgeführt habe, einen Familiencluster finden, der einen Zusammenhang über das Besuchen eben dieses einen Lokals hat. Ja, aber wer jetzt hier das in die Region eingebracht hat, ja, das wissen wir nicht. Also je mehr halt, wie schon am Anfang auch, wenn ein bisschen die Hintergrundaktivität, aber die Hintergrund der Übertragung, der Viruszirkulation ansteigt, ja, auch der wenigen jetzt hier, die mild, ganz mild halt symptomatisch sind, ist natürlich ein höheres Niveau, und ein höheres Niveau bedeutet dann auch halt, dass es dann zu einem Zusammentreffen von mehreren Faktoren kommen kann, die dann plötzlich zu so einem Superspreading-Ereignis führen. Ja. Also wichtig ist natürlich das jetzt wiederum zu der Auslandsreiseaktivität, dort wo wir wissen, die Quelle, da sagen wir ja dann reiseassoziierter Eintrag, reiseassoziiert oder importiert, so sagen wir das, von einem erhöhten Risikogebiet, also von einem Gebiet erhöhter Inzidenz, davon wissen wir halt, Westbalkan, auch einige EU-Länder, dort wissen wir, dann ist die Quelle sehr wahrscheinlich hier im Ausland und wird dann eben durch das Einbringen, durch die Rückreise in die unterschiedlichen lokalen Settings weiter verbreitet. Also dort, wo wir sie wissen, ob der Quelle gilt es ja eben, das zu verhindern, die weitere Verbreitung. Es gibt also eine Reihe von sporadisch Importierten, das sind Einzelfälle zum Beispiel, die wir in Österreich haben, aufgetreten sind in Reiserückkehrern, und von dort ist es nicht weiter, hat sich nicht weiter verbreitet. Das ist immer sehr positiv. Man kann einen sporadisch importierten Fall einzeln identifizieren. Der meldet sich zum Teil, möchte mich testen, möchte es wissen, bleibt in der Quarantäne, bleibt in der Isolation und steckt nicht mal seine Familie an. Also das ist ganz wichtig. Das ist das eine. Das sind also wir sagen ja von unserer Darstellung immer, wir haben die reiseassoziierten Cluster und die lokalen. Lokal bedeutet, da wissen wir nicht. Da gibt es mit Sicherheit keine Reisehistorie, also Auslandsreise. Irgendwo wird lokal schon die Quelle sein. Wir können sie schwer ausfindig machen, aber es geht darum, die Verbreitung halt dann von den Folgefall. Ja, also wenn wir sagen, wir wissen nur, die Primärgeneration eines Clusters ist immer nur, also besteht das aus Fällen, die das erste Mal hier in der Zeit aufgetreten sind. Aber was dessen Quelle ist, wird man oft nicht finden können. Ich möchte auch nur sagen, jetzt für Österreich und für die herausragende Tätigkeit wirklich der Behörde, Deutschland hat schon sich zurückgezogen von der Clusteranalyse. Ja, das heißt also, die sind schon so, haben doch schon, aber das ergibt sich natürlich auf der Struktur und ist ein bisschen größer, auch die Bevölkerung, aber und auch die regionalen Expertisen sind anders vertreten, aber ich sage nur, die nehmen schon eine erhöhte lokale Transmissionsaktivität in Kauf und versuchen wirklich nur mal den großen Clustern, den großen auf der Spur zu sein. Wir haben Gott sei Dank noch die Möglichkeit, wirklich jeder Kleinhäufung ist bereits schon, wenn zwei Fälle auftreten, gehen wir auf Suche, was kann ein möglicher Folgefall sein. Also wir leisten uns hier noch alle Anstrengungen, jeden Cluster nachzugehen. Gibt es noch weitere Fragen? Nein, dann vielen Dank, einen schönen Tag noch und übersteht die Hitze gut.